Hey liebe Arschlecker, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, erstmal könnt ihr mich nicht sehen. Hat bestimmt einen Grund, denn die Kamera soll erstmal ausbleiben, denn ich möchte erstmal was sagen. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr mit wenig DMX-Geräten und nur einem, dem normalen DMX-Controller, also ohne Software und ohne DMX-Controller mit Displays, also mit einem ganz normalen, handelsüblichen DMX-Controller eine schöne Lichtshow zaubern könnt. Eine Lichtshow, die ihr selbst kreiert und die möglicherweise auch noch zum Tag der Musik geht und somit richtig schön aussieht. Viele denken sich, ja, das Einsprechen der Szene und genau das mit der Wait Time, das so aufzumachen, dass es auf den Takt geht, ja, das funktioniert natürlich nicht, entschuldigt. Denn wir werden es so machen, was ich euch gleich zeige, wir werden keinen Chase machen, wir werden nur einzelne Szenen machen und in der Lichtshow selber müsst ihr die zum Lied selber takten. Und daraus kann man richtig schöne Sachen machen. Die Geräte, die ich heute verwenden werde, ist einmal natürlich ein Dimmerpack, woran ich Halogenscheinwerfer aller Art anschließen kann. Ich werde für diese Lichtshow, die ich euch zeigen werde, einen Scanner benutzen, das ist der OLED TS2. Dann zwei LED-Paar 56er, ein ADJ Revo-Scan, das ist halt ein LED-Scanner. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Mehr gibt es nicht. Und ich wollte euch zeigen, wie man mit diesen einfachen Sachen eine ganz schöne Lichtshow zaubern kann. Wir sehen uns beim nächsten Clip. Ganz genau. Ja, also wir stehen jetzt gerade hier. Über mir hängen schon die Lampen, habt ihr gesehen. Und mit diesen einfachen DMX-fähigen Lichtern kann man selbst mit einem normalen DMX-Controller mit dem Stairwell DMX Master 2, wie ich ihn verwende, ist auch gleich zu verwenden mit einem Eurolight, mit dem normalen 192-Kanal Lichtpult. In Verwendung, wie schon gesagt, haben wir den Eurolight TS2, zwei LED-Paar 56er der Marke Stairwell, ist die Hausmarke von Thomann. Und dann haben wir einen American DJ Revo Scan LED. Bei dem muss ich sagen, der hat einige Nachteile. Könnt ihr auch im Test und Check bei mir sehen, ist aber ein bisschen älter, ja. Und zwar hat der nicht so eine, also der, mein TS2 hat eine 16-Bit-Auflösung von den Schrittmotoren her. Und somit geht der richtig schön langsam und ohne zu ruckeln. Und schon bei der, selbst bei schnellen Bewegungen, der ist nur am Laggen, also nur am Hacken. Das kann ich überhaupt nicht leiden, aber mein Gott. Gut, dann haben wir in der Mitte einen Bauchstrahler ganz normal mit einer Farbfolie vor von der Grünen, weil das ist ein Black Pearl, ist ja mehr ein Lied, was so, ja, ich finde, da passt Grün mehr zu, weil ist ja sowas. Dann haben wir hier oben Mini-Stroboskop, aber das brauchen wir nicht, das ist von Eurolight, ein ganz kleines, das hab ich schon 5 Jahre, war mein erstes Stroboskop damals. Dann haben wir hier ein Dimmerpack. Das ist von Veritech, da möchte ich auch nochmal einen Test drüber machen, das ist ein Multidimmer 4-Kanal. Der hat pro Kanal, hält ja 4 kW Stand. Und dann haben wir, was ihr jetzt nicht sehen könnt, hängen über mir so ein kleiner Lichtfächer. Das ist, also der besteht aus 6 Paar 16 Strahlern, a 50 Watt. Mit einem kleinen GC-Sockel, habe ich auch einen kleinen Check drüber gemacht. So ein, halt so ein kleines Mini-DJ-Tool, ganz lustig und genau. Jetzt blende ich mal was ein, das könnt ihr mich gerade nicht mehr sehen im Bild, und zwar, was ich jetzt gerade einblende, ist eine Liste. Bei Word habe ich das so gemacht, ich habe jede einzelne Szene, die ich eingespeichert habe, habe ich dokumentiert. Falls ihr irgendwas überschreibt und falls ihr fast die gleichen Materialien habt und ihr nur mal zum Ausprobieren, weil es ja nicht die beste Lichtshow ist, ja bloß eine Demo-Lichtshow, die ich gemacht habe, falls ihr die nachahmen wollt, könnt ihr da alles ablesen, wie ihr alles einspeichern müsst und alles eingeben müsst. Okay, gut. Wie ihr eine Szene einspeichert in meinem DMX-Controller, das ist fast bei allen gleich, findet ihr zum Test und Check von diesen DMX-Controllern. Da seht ihr, wie ihr einen Chase einspeichert, eine Szene einspeichert und so weiter. Des Weiteren, damit ihr wisst, wie man selbst diese weichen Bewegungen zur Musik macht mit den Scannern, das ist nicht ein Chase. Und zwar werde ich euch jetzt erklären, wie ich diese ganze Show gemacht habe mit dem DMX Master 2. Und zwar das Intro, was ich jetzt mal hier oben einblenden werde, wo nur die grünen Lampen geleuchtet haben mit dem Fächer zusammen, das habe ich alles mit den Fadern gemacht, schön, ja, schon mit den Fadern ganz normal gemacht. Habe ich einfach die 1 angewählt, DMX Master 1 an diesem Gerät, also damit ihr es nachmachen wollt, weil in der Tabelle steht der Bus die Gerätenummern, das ist Scanner 1, also die Startadresse 1, das ist die 2, Startadresse 17, das ist die 3, die Adresse ist glaube ich 33,
Das ist die Nummer 4, das ist die Adresse 49 und das ist die 5, das ist die Adresse 65. Ja, und zwar, wie gesagt, das Intro habe ich nur mit den Fadern gemacht und danach, dieses Ganze wurde es dann bam, 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 badam. Dieses wurde sich so, ja, wurde zum ersten Mal die grünen und rot leuchten und die beiden angehen, das ist schon die Szene 2. Sprich, da habe ich eine Szene eingespeichert, damit die so reagieren, wie ich will. Die 4. Und den Rest, dieses Intro mit der Musik, mache ich immer noch mit den Fadern. Ich habe bloß zwischendurch eine Szene gedrückt, damit die angehen. So. Damit aber nicht, wenn ich die Szene drücke, nicht, sich die Szene erstmal ausrichten und es dann so scheiße aussieht, ist die Szene 1. Sprich, vorher schon müsst ihr einfach mal Szene 1 drücken. Da habt ihr eingespeichert, wie sich die Scanner ausrichten. Sprich, das Leuchtmittel ist noch aus. Oder einfach der Shutter ist vor. Und die richten sich dann einfach aus. Und machen innen drin auch schon das Gobo und Farbrad. Genau wie bei dem auch. Wo bei dem nicht, weil das ist ja bloß ein LED-Matrix. Aber der richtet sich auch schon aus. Bloß ohne, dass man sieht. Und dann in der zweiten Szene, bing, gehen die einfach nur an. Und das Gobo hat das ja schon vorprogrammiert. Und somit brauchen die einfach nur angehen und sieht schön aus. So. Die weiteren, wo da also die Dinge, wo es dann so ganz schnell flackert. Das sind auch alles Szenen. Die ich einfach nur ganz schnell getippt habe. Und dann, wo das richtig losgeht, der Hauptteil, wo also die Scanner ein bisschen dick, 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 dick durch die Gegend machen, das habe ich also alles mit den Feldern gemacht. Und da, wo die Lampen alle zusammen blinken, also das ist ein Chase. Sprich, ich habe ganz viele Szenen eingespeichert, die zu einem Programm hinzugefügt, es ablaufen lassen, aber das habe ich nicht mehr zum Ablaufen lassen. Nein, das habe ich über Musik ablaufen lassen. Sound to light. Kann jeder. Und zwar hat der Controller einfach einen Tinge-Eingang, das habe ich an meinen Mischpult-Ausgang rangemacht. Und schon hat's funktioniert. Des Weiteren, ich denke mal, dieses Video wird ein paar Daumen runter bekommen, weil ich einfach nur gequasselt habe. Ja, ich wollte auch einfach nur erzählen, wie man mit einem normalen DMX-Controller wenigstens etwas Lichtschirmmäßiges machen kann. Und da so an die Grenzen gehen kann, sprich mit Moven und so. Ich habe auch gemerkt, dass meine Lichtschirm eine Menge Dislikes bekommen hat, wo ein Archer geschrieben hat, ich blende mal hier den Namen ein, habe ich gerade nicht im Kopf, was ich richtig cool von ihm fand. Er schrieb nämlich, weil also viele haben geschrieben, hätte man noch mehr rausholen können und so weiter und so fort. Das ist richtig, mit einer Software schon. Aber der eine, was ich cool von ihm fand, der hat nämlich geschrieben, Leute, bedenkt mal, dass das nur mit einem normalen Lichtpult gemacht wurde. Genau, und das ist ja der Clou an der Sache. So, jetzt Ende Video und jetzt nochmal ein zu meinen Abonnenten. Und zwar, des Weiteren habe ich ja schon gesagt, ich will ein 500 Abonnenten-Special machen. Durch Bewerbungen und alles sowas, weil ja langsam die Ausbildungszeit anfängt, habe ich natürlich nicht die Zeit gehabt. Aber die nächsten Wochen werde ich mich nochmal mit Dustin Schock zusammentun. Dann werden wir unsere 6 Scanner insgesamt aufhängen, unsere 10 Paar 56 LED-Strahler und auch mit Software. Und dann werden wir eine richtig schöne Lichtshow für euch zaubern. Das war ja der größte Wunsch. Ich habe ja euch gefragt, was ihr haben wollt und dass die meisten Kommentare fielen auf die Lichtshow. Und deswegen werden wir für euch draußen auch nochmal eine richtig schöne Lichtshow machen. Bis dahin. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und ja, practice and enjoy.